Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich mit euch mal eine Hintergrundbeleuchtung für einen LED-Fernseher einbauen. Ich weiß, diese Standard-Hintergrundbeleuchtungen sind uns alle bekannt. Wir sehen hier im Moment einen, ich habe hier einen schon laufen. Das heißt, wir pappen irgendwelche Stripes hinten an unserem Fernseher und lassen sie in irgendeiner Farbe leuchten. Die Besonderheit dieser Stripes, die ich hier mit euch heute einbauen will, ist allerdings, die Stripes richten sich nach dem Randbild des Fernsehers. Das heißt, wenn euer TV-Bild meinetwegen einen roten Rand hat, wird der LED-Stripe in Rot ausgegeben. Hat das TV-Bild mehr ein blaues oder grünes Ambiente, wird dann dementsprechend der Stripe mehr in Blau oder Grün leuchten. Im ersten Arbeitsschritt schauen wir uns unseren Fernseher an. Wir müssen an die Rückseite des Fernsehers. Hier kommt es darauf an, wie kommt ihr daran. In meinem Fall ist der Fernseher sehr groß. Es ist also am besten, ich hänge ihn ab. Vor dem Abhängen trennt ihr alle technischen elektrischen Leitungen von dem Gerät, hängt ihn aus und legt ihn auf eine flache, gerade Unterlage. Bitte achtet darauf, dass diese Unterlage gebolstert ist, eventuell wie hier durch eine Decke, damit ihr das Panel nicht beschädigt. Habt ihr den Fernseher aufgelegt, nehmt ihr bitte ein feuchtes Tuch und reinigt den Fernseher. Nachdem ihr nun die Rückseite ordentlich gereinigt habt, achtet bitte auch darauf, dass keine Fettspuren mehr auf der Rückseite sind. Nehmen wir unsere Stripes und rollen sie von der Rolle ab. Nun können wir unsere Stripes in gewünschter Form hinten auf das TV-Gerät aufkleben. Achtet bitte darauf, dass ihr den Anfang der Stripes an der Stelle ausführt, wo ihr schlussendlich euer Steuergerät anbringen wollt, sodass ihr dann schlussendlich dieses auch an der richtigen Position anschließen könnt. Um die LED-Stripes eckig aufzukleben, habe ich hier einen kleinen Tipp für euch. Ich nehme einfach die Stripes, knicke sie hier und kann somit eine Ecke ausbilden. Haben wir die Stripes nun in gewünschter Länge aufgebracht, kommen wir zu der Länge der Stripes. Die Stripes sind natürlich kürzbar. Wir haben an den Stripes immer diese Verbindungsstellen. An diesen Verbindungsstellen können wir die Stripes mit einer handelsüblichen Schere durchschneiden, um sie zu kürzen. Jetzt kommen wir noch zu unserem Steuermodul. Dieses hat zwei HDMI-Anschlüsse. Einer ist der Eingang. Hier schließt ihr bitte eure Videoquelle an. Der andere HDMI ist der Ausgang. Diesen verbindet ihr mit eurem TV-Gerät. Schauen wir uns das Modul von der Seite an, haben wir hier einen Stromanschluss und einen Steuerschalter. Dieser Steuerschalter hat drei Schaltstufen. In Schaltstufe 1 ist er aus. In Schaltstufe 2 nimmt er den Farbcode aus dem Videosignal und in Schaltstufe 3 wird einfach ein Dauerlicht eingeschaltet. Das Steuermodul klebe ich in meinem Fall einfach hinten mit an den Fernseher. Es ist sehr klein, also kann ich es mit doppelseitigem Klebeband sehr einfach anbringen. Habe ich nun mein TV-Gerät wieder an der Position eingehangen oder aufgestellt und alle Kabel angeschlossen, muss ich nur noch mein Steuermodul mit dem 230 Volt Stromnetz verbinden und wir können einfach mal eine Videoquelle hier einschalten. Ich habe hier einfach mal ein Testbild erstellt aus verschiedenen Videobildfarben. Dieses lassen wir einfach mal durchlaufen und wir sehen so, wie das LED-Licht sich auf das Fernsehbild einstellt. Noch ein wichtiger Punkt, das System funktioniert nur mit 1080p Videosignalen. Andere Videosignale werden allerdings nicht unterstützt. Auch wichtig zu erwähnen ist, das System ist leider nicht mit allen Videoquellen kompatibel. Ich hatte hier bei meinen Videoquellen teilweise Probleme, hier den Farbcode auslesen zu können und somit konnten sich die LED-Stripes nicht auf den Farbcode einstellen. Aus diesem Grund empfehle ich, wenn ihr euch dieses System unbedingt kaufen wollt, kauft es euch im Onlinehandel und testet vor dem Einbau das System an eurer Videoquelle. Sollte das System nicht funktionieren, schickt es einfach wieder zurück. So, und damit komme ich dann auch zum Ende meines Videos. Noch ein wichtiger Hinweis, dieses Produkt wurde mir netterweise vom Hersteller zum Testen und Ausprobieren zur Verfügung gestellt. Link zu dem Produkt natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Hat euch das Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem, abonniert einfach hier diesen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist unverbindlich und kostenfrei, also kostenlos. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.